Sind wir da? So, liebe Gemeinde, wir kommen zum letzten Beitrag unseres Schwabenplenums. Last but not least, unser lieber Bernd Wenzel möchte uns noch ein paar Kleinigkeiten erzählen. Da der Thomas nicht da ist, mache ich das. Ich hoffe, das reicht euch aus. Lieber Bernd, herzlichen Dank, dass du da bist. Schieß los. Okay, grüß Gott beieinander. Und vielen Dank für alle, die noch da sind, auch für alle, die noch im Stream vielleicht sind. Nachdem es hier üblich ist, sich vorzustellen, falls irgendjemand im Stream ist, der mich nicht kennt, mein Name ist Bernd Wenzel, ich bin Professor für Informatik an der Fachhochschule Vorarlberg. Das Logo von der Fachhochschule Vorarlberg sieht man ja da oben. Die Folie, die ihr im Moment gerade seht, ist die einzige, die ich für diesen Vortrag extra gemacht habe. Alle anderen Folien sind Folien, die ich auch für eine Vorlesung verwende, die ich standardmäßig halte, und zwar in verschiedenen Studiengängen. Ich entschuldige mich im Vorhinein schon, die Folien sind in englischer Sprache. Das ist bei uns, ja, wir halten zwar die Vorlesungen meistens auf Deutsch, aber nachdem hin und wieder Incoming Students da sind, also Leute von anderen Unis, die ein Gastsemester bei uns verbringen, die kein Deutsch können, und dann halten wir das Zeug auf Englisch, und zwei Foliensätze zu pflegen, ist Zeitverschwendung. Okay, also die Vorlesung, beziehungsweise der Kurs, um den es geht, heißt Software Process and Software Quality. Und da gibt es einen Abschnitt über Planung. Und ja, das ist noch der Inhalt der gesamten Vorlesung, des gesamten Kurses. Und das ist das, was wir heute machen wollen. Ich werde anfangen mit einigen Beobachtungen über Pläne. Dann werde ich ein bisschen was sagen, was gutes Planen ist, und dann noch ein Rahmenwerk geben für Pläne, für Planung ganz allgemein, was aus meiner Erfahrung recht sinnvoll und wichtig ist, und danach fassen wir das Ganze noch ein bisschen zusammen. Das Grundproblem, also wie man hier sieht, es gibt ein Grundproblem für Planung, und dann gibt es menschliche Faktoren, die Pläne noch schlechter machen. Und dann gibt es politische Faktoren, Machtfaktoren, die Pläne noch mal schlechter machen. Und zu schlechter Letzt muss man hier wirklich sagen, werden Pläne auch noch falsch verwendet. Was heißt das im Klartext? Alle Pläne, die wir machen, sind notwendigerweise falsch, haben Probleme. Warum ist das so? Ja, ganz einfach. Wir planen die Zukunft und wir planen für die Zukunft. Aber ich sehe niemand hier im Raum, der von sich behaupten kann, dass er die Zukunft kennt. Das heißt, wir versuchen, das Wahrscheinlichste zu erwischen, aber wir können uns dabei halt irren. Das kann ausschauen so, dass wir etwas nicht wissen, was in der Zukunft passieren wird. Manchmal sind wir uns der Dinge, die wir nicht wissen, auch bewusst, das macht aber keinen Unterschied. Viel schlimmer ist die Situation, wenn wir glauben, etwas zu wissen, aber wir wissen es nicht. Es gibt über Planung jede Menge Zitate. Winston Churchill hat mal gesagt, predictions are difficult, especially if they pertain to the future. Also Vorhersagen sind schwierig, vor allem wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Einstein hat gesagt, wer plant, ersetzt den Zufall, das, was wir nicht wissen, durch den Irrtum. Ein sehr schönes Zitat ist von einem Herrn Tommy Franks, ein US-General, der gesagt hat, selbst der beste Kriegsplan übersteht nicht das erste Zusammentreffen mit dem Feind. Tommy Franks war der General, der den Einmarsch in Afghanistan geplant und kommandiert hat. Danach wurde er abkommandiert, um den Einmarsch im Irak zu planen und dann auch zu kommandieren. Der Mann wird also immer am Anfang eingesetzt. Und es gibt viele Leute, die da in den Details ganz genau sagen können, wo er sich überall geirrt hat. Aber verdammt nochmal, der Mann weiß, wovon er spricht. Ja? Und das ist etwas, was wir beherzigen müssen. Also Pläne müssen Fehler enthalten, das ist der erste Punkt. Ja, und jetzt
machen wir aufgrund von menschlichen Eigenschaften. Und das ist ganz normal menschlich, da können wir gar nicht viel dagegen tun, machen wir die Pläne noch schlimmer, obwohl wir es eigentlich gar nicht wollen. Zum Beispiel denken wir nur kurzfristig. Ach, eins sollte ich noch sagen, Entschuldigung, das hätte ich am Anfang sagen sollen. Wenn ihr Fragen habt, bitte sofort fragen. Irgendwo gibt es sicher das Mikro noch. Okay, wenn ihr eigene Erfahrungen mit einbringen wollt bei diesen Dingen, herzlich gerne. Und auch wenn ihr mir widersprechen wollt, herzlich gerne. Also das soll durchaus und kann auch jederzeit interaktiv werden. Interessant ist, dass wir alle eben kurzfristige Dinge bevorzugen und selbst dann kurzfristig falsche Entscheidungen treffen, wenn wir genau wissen, dass das langfristig Blödsinn ist. Da gehört Rauchen dazu, da gehört Alkoholtrinken dazu, da gehört zu viel Essen dazu, da gehört Schulden machen dazu, da gehören jede Menge Dinge dazu, die die Leute machen, ohne groß darüber nachzudenken, nach dem Motto, das geht schon noch einmal. Und genau dieselben Dinge passieren auch, wenn wir irgendwo planen. Das nächste ist, wir nehmen einen Rat viel lieber an, wenn der so in die Richtung geht von dem, was wir eh gedacht haben. Wenn der aber der Rat, obwohl er besser ist, in eine ganz andere Richtung geht, sagt, mach das ja nicht, sondern mach was ganz anderes, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir den in unseren Plänen auch berücksichtigen, eher gering. Dummerweise ist diese Vertrautheit mit einem Rat, die hat nichts dazu mit der Wahrscheinlichkeit, ob das Ding so kommen wird oder nicht. Im Militär wird diese Art von Fehler den letzten Krieg kämpfen genannt. Das heißt nämlich, das geht nämlich so nach dem Motto, letztes Mal haben sie es mit dieser List gegen uns gewonnen, das werden die sicher wieder machen. Sorry. Ist nicht zu erwarten. Also das ist nicht das, was wir wirklich brauchen. Eine andere Geschichte, auch total menschlich, es ist uns viel lieber, wenn wir was Einfaches machen, was Einfaches, einen einfachen Rat bekommen, etwas Einfaches planen. Dummerweise, das Leben ist kompliziert. Wir können nicht davon ausgehen, dass das Leben einfach ist, wir können nicht davon ausgehen, dass der einfache Rat funktionieren wird. Jetzt, der komplizierte wird vermutlich auch nicht funktionieren. Das ist noch das, was da erschwerend dazukommt. Aber wenn das Einfache funktionieren würde, hätten wir es schon lange vorher gefunden. Das ist so die Grundüberlegung. Aber nicht alle einfache Pläne sind oft schlecht, aber komplizierte Pläne sind bei weitem nicht alle gut. Das muss man auch im Hinterkopf haben. Die können nämlich an der falschen Stelle kompliziert sein. Das ist einer meiner Lieblingspunkte zurzeit. Ärzte sagen uns, dass das Körpergewicht von ungefähr 3000 Faktoren bestimmt wird. Wenn man heute in der Presse oder auch beim Arzt ist und fragt, was man tun soll, wenn man der Meinung ist, dass man übergewichtig ist, dann heißt es wenig Kohlenhydrate und viel Bewegung. Das ist alles. Das sind 2 von 3000. Ja, es sind wichtige, aber es sind nicht die einzigen. Und wenn man zu sehr sich fokussiert, dann passiert etwas. Ja, das wunderschöne Beispiel hat er, ist, wie unser Freund aus der NSA 1,7 Millionen, also Edward Snowden, 1,7 Millionen Top-Secret- und höher klassifizierte Dokumente rausschaffen konnte. Weiß das jemand von euch? Er hat sie auf den USB-Stick gezogen und mitgenommen. Über mehr als ein Jahr hinweg.
Warum erzähle ich das hier bei Focus? Ganz einfach, unsere Freunde von der NSA sind ja nicht die CIA, das sind ja nicht die, die irgendwo Spione reinschleusen, sondern das sind die Abhörer. Die sind absolut paranoid, wenn es ums Abgehörtwerden geht. Die sorgen natürlich dafür, dass gewisse Abstände gehalten werden, die haben große Gebiete in den USA, aber verdammt nochmal, die haben dafür gesorgt, mit Störsendern und allem, dass niemand ihre Sachen abhören kann. Aber dass ein Systemadministrator einfach die Sachen auf den USB-Stick zieht und mitnimmt, damit haben die nicht gerechnet. Auch wenn man natürlich sich hin und wieder fokussieren muss, Fokus, zu starker Fokus, kann gefährlich sein, wie wir da gelernt haben. Aber ja, wenn wir tausende von Faktoren betrachten müssen, das geht auch nicht, das wissen wir auch. Dass wir wissen nicht, was die wichtigen sind, und das ist da wieder das große Problem. Was man da tun kann, ist einfach aus der Vergangenheit lernen. Das halte ich jetzt mal unseren Ärzten zugute, wenn es ums Abnehmen geht. Die sagen, in den meisten Fällen funktioniert das. Mehr bleibt uns da nicht übrig. Jetzt kommt ein Punkt, der ist bei den Piraten unbeliebt. Denn wir reden immer sehr viel von Transparenz. Und zumindest bei Software kann man guten Gewissens sagen, also es gibt keine einzige Studie, die nachweist, dass Open-Source-Software von besserer Qualität ist als Nicht-Open-Source-Software. Sie ist auch nie von schlechterer Qualität. Die Unterschiede, die man von Fall zu Fall messen kann, sind zufällige Schwankungen und sonst gar nichts. Das heißt nicht, dass ich dagegen bin, dass wir politisch das machen, aber wir sollten daran denken, dass das die Softwarequalität und auch die Qualität von Plänen, Software sind übrigens auch Pläne, dass das irgendwas mit der Offenheit zu tun hat. Wichtig ist bei der ganzen Geschichte, und deswegen müssen wir offen planen, das Vertrauen. Denn wenn im stillen Kämmerlein geplant wird, oder irgendwas entwickelt wird, dann kriege ich das vorgesetzt und dann kann ich es machen, aber ich kann nicht nachvollziehen, wie es entstanden ist. Wenn ich auf der anderen Seite beteiligt war, dann habe ich da Vertrauen drin. Ich war bei der Entwicklung einer internationalen Norm beteiligt, da begann die Arbeit 1984 und im 1994 haben wir dann die ersten drei Dokumente publiziert. Da haben ja über die Jahre bestimmt 50 Leute dran mitgearbeitet. Ich würde sagen, was da wirklich geleistet wurde, waren um die 100 Mannjahre. Ich hätte etwas Besseres alleine in 5 Jahren geschafft, etwas, was technisch besser gewesen wäre. Aber das hätte kein Land auf der Welt akzeptiert als internationale Norm. Weil das ist ja nur das, was der Bernd Wenzel will. Und wir müssen hier, das ist das, was die Offenheit bringt. Ein Punkt, der gestern auch angesprochen wurde, und zwar der gestern angesprochen wurde von Werner, die hat allerdings diese Eigenschaft nur den Politikern zugewiesen. Sie ist bei allen Menschen vorhanden. Wir neigen alle zur Überschätzung. Wir sind alle optimistisch, was unsere eigenen Fähigkeiten angeht. Und wir merken nicht, dass wir mehr wollen, als wir eigentlich können. Es geht immer noch weiter. Wishful Thinking, ganz bekannt. Es ist viel einfacher, etwas zu wollen, als etwas durchzusetzen und durchzuverfolgen. Ist so. Ein anderer Punkt, das Thema Peer Pressure, also der Druck, der
Kollegen, das ist auch etwas, was wir auch in der Piratenpartei gelegentlich haben. Ich nehme an, es ist bekannt, wer Cassandra ist. Falls nicht, es war eine trojanische Seherin, die vorhergesehen hat, dass das trojanische Pferd, dass das nicht in Ordnung ist. Die hat dagegen gekämpft, dass das in die Stadt gebracht wurde. Sie hat verloren und wir wissen, was dann passiert ist. Es ist manchmal, wenn man in einer Gruppe ist, dann pusht man sich gegenseitig hoch und im Endeffekt, wenn dann einer sagt, das geht nicht, dann heißt du Spielverderber, du willst bloß nicht Arbeit reinstecken und so weiter. Auch in Organisationen, in Firmen genau dasselbe, die Chefs wollen das dann natürlich auch nicht, dass da die Spielverderber was sagen. Also auch da muss man gewaltig aufpassen. Dabei ist eine Sache interessant, in der Hirnforschung hat man festgestellt, in der Hirnforschung kann man normalerweise schon sehr gut erkennen, ob jemand lügt und man kann sehr gut erkennen, ob jemand die Wahrheit erkennt oder eine Lüge spürt. In so einer Peer-Pressure-Situation kann man nicht mehr erkennen durch Gehirnscans, ob die Leute die Wahrheit bekommen oder eine offensichtliche Lüge. Das heißt, die Leute glauben wirklich, dass das richtig ist. Das ist die sogenannte soziale Wahrheit. Ja, ist so. Müssen wir leben damit. Noch was anderes, natürlich, hin und wieder, das ist jetzt eigentlich eine Sache, die geht in die Gegenrichtung, Gott sei Dank, weil also manche Sachen hier widersprechen sich auch und mitteln sich gelegentlich auch aus, aber wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass all diese Effekte passieren. Das Beispiel für die Situation hier ist der Wetterbericht. Beim Wetterbericht wird immer, wenn im Bereich der Alternativen die schlechteste angenommen, nicht die wahrscheinlichste, sondern die schlechteste, weil die Meteorologen kriegen Prügel, wenn sie schönes Wetter vorhersagen und es schüttet. Aber alle Leute sind froh und kein Mensch schimpft auf die Meteorologen, wenn sie gesagt haben, es wird schütten und es ist strahlender Sonnenschein. Okay, wodurch wird das Ganze jetzt noch schlimmer? Durch Machtspielchen. Der Hippo-Effekt, der ist im Deutschen leider nicht so schön benannt, der heißt höher besoldete Weisheit. Es geht darum, dass wenn eine Gruppe zusammensitzt und diskutiert, dass man dem Nilpferd, Hippo steht ja für Nilpferd im Englischen, folgt, also der Person, die mächtigste Person im Raum ist oder die für die mächtigste Person im Raum gehalten wird. Wenn der etwas sagt, das kann der größte Blödsinn sein, dann wird mehr als die Hälfte der Leute dem hinterherrennen. Und wie gesagt, das ist nicht immer die Wahrheit. Ein wunderschönes Beispiel war dabei die Firma Apple. Steve Jobs, über den haben seine Mitarbeiter von seiner Reality Distortion Zone, also von seiner Realitätsstörungszone gesprochen. Sind wir fair, der Mann hat mit seinen Realitätsstörungen Milliarden verdient, er hat aber auch Hunderte von Millionen in den Sand gesetzt. Ja, also es war eigentlich, wenn man seine Biografie liest, war es relativ knapp. Interessant dabei ist dann auch noch, wenn dann rauskommt, dass die Mitarbeiter sich von dem Hippo, von der höher besoldeten Weisheit, haben einlullen lassen und zwingen lassen, ihm zu folgen, und es kommt raus, das war falsch, dann kommt von den Leuten ganz empört. Aber ich habe niemand gesagt, dass sie mich anlügen sollen. Dann sind die auch noch ganz schuldlos. Ein weiterer Punkt ist, in solchen Strukturen, wenn wir irgendwo Machtstrukturen haben, dann gibt es meistens auch Leute, die Macht haben, etwas zu autorisieren. Wir wollen irgendein Projekt durchziehen, wir beschließen, wir wollen jetzt einen ganz tollen Wahlkampf machen und der kostet so und so viel und dann gibt es irgendjemand,
irgendeinem bösen Schatzmeister, der sitzt auf der Kohle und sagt Njet. Im Prinzip ist es gut, dass es solche Leute gibt. Allerdings, die Rolle dieser Leute sollte sein, zu überprüfen, dass entsprechende Qualitätsnormen eingehalten werden. Die Leute sollten nicht dran gehen und da im Detail jetzt noch irgendwelche Veränderungen an den Plänen vornehmen, nach dem Motto, das muss länger, das dauert kürzer und so viel Geld haben wir nicht und das musst du mit so viel Geld machen. Wenn das Geld nicht reicht, dann muss man drüber reden, aber etwas, was mir mal passiert ist als Consultant, wo ich ein Projekt geplant habe und gesagt habe, wir brauchen 10 Mannjahre dafür, und dann hat mir der entsprechende Abteilungsleiter gesagt, Herr Wenzel, 10 Mannjahre kriegen wir dafür nicht genehmigt. Multiplizieren Sie alle Aufwände, so wie Sie sie geschätzt haben, mit 0,3, dann kommen wir auf 3 Mannjahre und das kriegen wir genehmigt. Und wenn wir mal angefangen haben und nicht fertig sind, dann kriegen wir den Rest schon. Ja? Nein, das war Privatfirma. Ich sage jetzt mal nicht welche. Ja, es war eine größere, aber. Auf jeden Fall, hier werden Spielchen gespielt, die für die Pläne natürlich auch wieder schlecht sind und für die Qualität der Pläne schlecht sind. Und das kann noch weitergehen. Diese Leute, die die Macht haben, Nein zu sagen, die müssen hin und wieder Nein sagen, um letztlich sich selber davon zu überzeugen, dass sie noch wichtig sind und dass sie noch gebraucht werden. Und da, die sind aber selber auch Menschen, die haben auch Chefs, die haben dieselben psychologischen Probleme, die alle Menschen haben. Und deswegen, jeder von denen missbraucht gelegentlich seine Macht. Nicht böswillig, nochmal, das sind auch wieder ganz normale menschliche Faktoren, aber sie missbrauchen die Macht, aber niemand wird es je zugeben, dass sie das tun. Und weil es solche Leute gibt, brauchen wir Cowboys. Ein anderer Begriff im Englischen ist auch Wild Cows. Das sind Leute wie eine gewisse Grace Hopper, wenn nicht bekannt ist, wer das war, sage ich es gleich noch. Von ihr stammt das Zitat, it is easier to ask forgiveness than to ask for permission. Also leichter hinterher, um Verzeihung zu bitten, als vorher um Erlaubnis. Das ist eine Vorgehensweise, mit der ich auch gut gefahren bin. Grace Hopper war eine Mathematikerin, die zu einer der Pionierinnen der Informatik geworden ist. Manche Leute behaupten, der Begriff Bug für einen Fehler würde von ihr stammen. Das stimmt nicht ganz. Der Begriff Bug für in Englisch, in elektrischen Schaltungen taucht schon bei Edison auf. Was allerdings wirklich passiert ist, ist, sie hat die Reste einer Motte, die sie in einem Relais eines Relaisrechners, für den sie verantwortlich war, und den hat sie da gefunden, deswegen hat der ganze Rechner nicht mehr funktioniert, und sie hat die Reste als den Beweis, dass es wirklich Bugs in Computern gibt, ins Logbuch geklebt. Und diese Logbuchseite kann man im Smithsonian Institute in Washington besichtigen. Die Frau ist über 90 geworden, ist mit über 80, die war dann bei der US Navy, ist mit über 80 nochmal reaktiviert worden. Die muss wirklich gut gewesen sein, die Tante, aber von allem, was ich weiß, sehr unangenehm mit ihr zu arbeiten. Sie hat es immerhin von der Zivilangestellten bis zur Admiralin der US Navy geschafft. Eine beachtliche Karriere. Die sie mit diesem Motto durchaus betrieben hat. Okay, jetzt wissen wir, warum unsere Pläne so schlecht sind. Jetzt können wir uns noch überlegen, warum werden sie falsch verwendet. Verwendung Nummer 1 ist, wir verwenden Pläne, um ja, die Rationalität unserer Entscheidungen zu zeigen.
Das ist aber eine Illusion, denn so irgendetwas zu rationalisieren, jetzt nicht im Sinn von wegrationalisieren, sondern zu sagen, dass das rational ist, das kann man mit allem, wenn man entsprechende Interessen hat. Ich kann hier wunderbar argumentieren, warum die Steuern abgeschafft werden sollen, und der Herr Schäuble könnte genauso gut rational argumentieren, warum die Steuern verdoppelt werden müssen. Das ist ganz harmlos. Was dabei passiert, ist wirklich verrückt, weil wenn wir sowas, so eine Rationalisierung machen, dann haben wir unsere eigene gestörte Realität, die verwenden wir für die Planung, und den Plan verwenden wir dann, um unsere gestörte Realität noch weiter zu stören. Das heißt, das ist wirklich ein selbstverschärfender Effekt. Wir verwenden Pläne, weil den Plan, das ist ja, der liegt ja vor uns, um zu zeigen, um zu verstecken, zu verbergen, was wir nicht verstanden haben. Der Plan, den kennen wir vollständig. Das ist schön. Die Realität kennen wir nicht vollständig, denn da ist die Zukunft mit dabei. Da kommt irgendwas. Das heißt, die Wahrheit wissen wir nicht vollständig. Und deshalb ist uns der Plan viel sympathischer. Den Plan kennen wir, die Zukunft kennen wir nicht, und damit liegen wir falsch. Das spielt jetzt nochmal zusammen mit dem Hippo-Effekt, der nächste Punkt hier. Wenn wir den Plan immer und immer wieder wie ein Mantra wiederholen, was ja vor allem in großen Organisationen nötig ist, weil da habe ich was geplant und das muss ich zu meinem Chef gehen und meinen Kollegen das erzählen, und dann geht es eine Stufe weiter und so weiter. Am Ende glauben wir selber dran. Wir wissen zwar, dass er falsch ist, oder wir haben es mal gewusst zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn gemacht haben, da wussten wir, dass da noch Unsicherheiten drin sind, aber am Ende glauben wir selber dran, glauben unsere Chefs dran, alle glauben dran. Ein weiterer in diesem Zusammenhang wichtiger Aspekt ist psychologisch, mathematisch ist halb leer und halb voll dasselbe, das wissen wir, psychologisch nicht. Verluste stören uns mehr, als uns Gewinne freuen. Überlegt einfach mal, wenn ihr den Geldbeutel verliert und da waren 100 Euro drin, stellt euch vor, wie weh das euch tut. Und jetzt stellt euch vor, ihr geht da raus und findet da draußen einen 100-Euro-Schein auf der Straße. Das kompensiert den Ärger des Verlusts nicht. Wir können ein kleines Experiment machen, auch wenn wir ein paar Leute zu wenig sind, um das Ganze wirklich statistisch aussagefähig zu machen. Hier steht was von einer tödlichen Krankheit, ich meine, aktuell ist Ebola. Also stellen wir uns jetzt einfach mal vor, wir hätten hier zwei Ärzte. Der eine Arzt sagt, also Doktor Nummer 1 sagt, ich bin mit meiner Therapie in der Lage, 35% der mit Ebola Infizierten zu retten. Der andere Doktor sagt, ich bin mit meiner Therapie in der Lage, oder ich kann mit meiner Therapie sicherstellen, dass nur noch 65% der Infizierten sterben werden. Wem geben wir das Funding? Wer ist für Doktor Nummer 1? Wer ist für Doktor Nummer 2? Keiner. Also immer. Mathematisch ist es dasselbe, das ist, glaube ich, klar. Das ist das. Weil hier so wenig Leute sind und ich weiß, die können alle rechnen, in einem normalen, also selbst bei meinen Studenten kommen da 2/3, geben Doktor 1 den Vorzug. Gut, das,
Die Frage haben wir schon gestellt. Wieder ein anderer Punkt. Wenn wir einen Plan haben und feststellen, der ist falsch, dann müssen wir was tun. Aber wir haben die Tendenz, lieber nichts zu tun, weil in dem Moment, wo ich was tue, wo ich den Plan ändere, bekomme ich Verantwortung. Und die meisten Menschen wollen keine Verantwortung. Da sagen sie lieber, okay, ich weiß zwar, dass das schief gehen wird. Ich weiß zwar, verdammt nochmal, dass die Pläne der Kanzlerin, um den Euro zu retten, sehr riskant sind. Aber selbst wenn ich am Kabinettstisch sitze, wird dann eben nichts getan. Generell in dem Zusammenhang mit dem oben Gesagten, das Ändern von Plänen wird immer als Verlust gesehen, weil man Sicherheit verliert. Und deswegen, wenn man einen Plan ändern will, muss der Gewinn, der daraus kommt, mindestens doppelt so hoch sein wie der Verlust, der durch das Weiterverfolgen des Plans eintreten wird. Und wenn das so deutlich wäre, dann hätten wir das am Anfang schon gemerkt und gleich richtig geplant. So, ja, Pläne, was ist ein Plan? Ein Plan ist eine Idee, wie es gehen könnte. Der Konjunktiv ist sehr wichtig. Aber Pläne werden angenommen, betrachtet als Versprechen. Und Versprechen, was man verspricht, das muss man halten. Das haben wir schon als Kinder gelernt. Das lernen die Kinder heute auch noch. Eine Schätzung wird dazu eine Festlegung. Ach ja, und da kommt jetzt nochmal ein psychologischer Effekt mit rein, der vollkommen verrückt ist. Den habe ich gar nicht geglaubt, als ich den mal in einem Paper gelesen habe. Habe das ein bisschen verfolgt, es gibt ihn tatsächlich. Das ist ein Anchoring-Effekt. Wenn irgendjemand, sagen wir mal, in der letzten halben Stunde, bevor er gefragt wird nach einer Schätzung, für was auch immer, über irgendwelche aussagekräftigen Zahlen gestolpert ist, was weiß ich, er hat gesehen, der Film Die glorreichen Sieben läuft wieder, reicht vollkommen, dann wird die Sieben in der Schätzung auftauchen. Ja, auch wenn das gar nichts mit der Schätzung zu tun hat. Und sowas wird dann zu einer Festlegung. Und schlimmer wird das Ganze noch, wenn man Multitasking macht. Okay, das habe ich schon gesagt. Wir lieben natürlich Pläne, bei denen wir selber beteiligt waren, weil da haben wir mehr Vertrauen dazu. Das kam auch schon rein, wenn unsere Chefs den Plan, von dem wir wissen, dass er falsch ist, ihn nur oft genug wiederholen, das macht die Frau Merkel ja auch dauernd, umso mehr glauben wir einfach dran. Es wird schon gut gehen. Ja, und generell ist es so, wir Menschen haben das Bedürfnis nach Konsistenz und Sicherheit. Dinge, die Pläne uns geben, selbst wenn sie falsch sind. Die Planungsschizophrenie, wir hätten gerne Konsistenz und Sicherheit, wir hätten gerne eine Umgebung, die stabil ist, aber gleichzeitig, weil wir auch wissen, es kann sich alles ändern außenrum, muss sich das Ganze auch ändern. Also wir wollen Stabilität und die Möglichkeit, es zu ändern, und das sind Widersprüche, deswegen Schizophrenie. Und das habe ich nicht hier für diesen Vortrag reingebaut, sondern das steht in meiner Vorlesung drin. Sie sollen ans politische Spektrum denken, denn wie nennen wir die Parteien üblicherweise, bei denen die Stabilität wichtiger ist? Konservativ. Und die, bei denen die Veränderung wichtiger ist? Progressiv oder liberal, je nachdem, wo man gerade selber steht. Ja, es ist
Das geht bis in die Grundfesten unserer Gesellschaft. Und dann werden Pläne auch noch als Waffen verwendet. Das ist auf der einen Seite der Chef, der Vorgesetzte, der Micromanagement betreibt, das heißt, der da dreimal am Tag kommt und sich erkundigt, ob du mit deiner Arbeit immer noch im Plan bist. Ja, den interessiert nicht, ob der Plan richtig oder falsch ist. Den interessiert, dass du im Plan bist. Und das ist eine ganz fiese Sache, denn was dabei passiert ist, durch diesen Druck, den er erzeugt, geht die Autorität zu ihm nach oben und die Verantwortung geht von oben nach unten. Das ist also ein vollkommen unfaires Spiel den Mitarbeitern gegenüber. Deswegen mögen die Chefs das und die Mitarbeiter mögen diese Art von Chef überhaupt nicht. Denn egal, wenn irgendwas schief geht, heißt es immer nur, du hast den Plan nicht erfüllt. Aber man kann auch defensiv mit Plänen arbeiten, indem man zum Beispiel dem Chef sagt, ich habe einen Plan, auch wenn ich gar keinen habe. Halt die Klappe, ich mache das schon, ich habe da schon einen Plan, wie ich das hinkriege. Ist auch nicht gut. Aber das Beliebteste ist natürlich, dass man, wenn irgendwas schief geht, gesagt hat, wir sind unschuldig, denn wir haben ja nur den Plan befolgt. Auch wenn wir schon vor 4 Wochen wussten, dass der schief geht, aber wir haben schön weiter am Plan gearbeitet. Okay, so viel zu Plänen. Und jetzt kommen wir zum Planen. Nach all dem, was ich jetzt gesagt habe, kann man sich wirklich die Frage stellen, warum sollen wir eigentlich planen? Und da gibt es doch ein paar gute Gründe. Denn wenn wir einen Plan haben, der Plan hilft uns zum Beispiel auch als Partei, gemeinsame Ziele zu definieren. Und wenn wir uns auf Ziele geeinigt haben, dann können wir auch unsere Aktionen viel einfacher koordinieren. Planen hilft uns sehr dabei, ganz konkrete, nützliche Aufgaben herauszukristallisieren. Und wenn wir das getan haben, dann vermeiden wir etwas, was man als des Teufels liebstes Möbelstück bezeichnet, die lange Bank. Wenn alles konkret definiert ist, ist es viel schwieriger, etwas auf die lange Bank zu schieben, zu verzögern bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, als wenn das Wischiwaschi ist. Nur so am Rande, weiß irgendjemand hier im Raum, wo die lange Bank steht? Nein, wir hätten sie in Regensburg besichtigen können. Diese Redensart kommt tatsächlich vom immerwährenden Reichstag in Regensburg. Da gab es unter den Fenstern eine Bank, wo die unerledigten Akten lagen. Planen hilft uns dabei zu verstehen, in welcher Situation wir sind, wie die Lage ist, die wir betrachten müssen. Und das ist etwas, was wir brauchen, denn wir haben alle noch ein Erbe von den Höhlenmenschen. Für einen Höhlenmenschen war das wichtig, wenn der in eine Höhle reingekrabbelt ist und dann gemerkt hat, dass vor ihm schon ein Höhlenbär da drin ist, dass er ganz schnell wieder verschwindet, dass er also ohne zu nachzudenken sofort agiert. Und dieses automatische Agieren ist in solchen Situationen, wenn man vor dem Höhlenbären steht, sicher richtig, aber es ist in vielen Situationen in unserem täglichen Leben vollkommen falsch. Da sollte man erstmal ein paar Minuten drüber nachdenken, was man jetzt eigentlich machen kann. Planen, wie es weitergeht.
Planen hilft uns natürlich auch dabei, überhaupt die großen Zusammenhänge zu sehen. Zu sehen, dass, jetzt nehme ich mal ein Beispiel aus Lindau, dass die Lage des Lindauer Bahnhofs zwar ein Thema ist, das die Lindauer sehr bewegt, aber es ist nur ein ganz kleiner Teil des Problems der Verkehrsinfrastruktur der Stadt Lindau, die im Verkehr ersäuft. Und die beiden Sachen haben was miteinander zu tun, aber wenn ich nur irgendwo anders einen Bahnhof hinbaue, löse ich die Probleme nicht im geringsten. Also sehr oft haben wir die Situation, dass die Leute irgendwelche kleinen Dinge, die zwar schon nützlich sind, machen, aber vollkommen vergessen, was das große Ganze ist und dann diese kleinen an uns für sich nützlichen Dinge auf eine Art und Weise erledigen, die nur Schwierigkeiten macht am Ende. War gut gemeint, aber hat nicht funktioniert. Planen gibt uns Zeit, bevor wir Entscheidungen treffen. Es gibt so Situationen, da muss man schnell entscheiden, aber die meisten Situationen lassen uns die Zeit. Und dann einfach aus der Hüfte zu schießen, ist nicht so besonders schlau. Bevor wir handeln sowieso. Und eine Aktion ohne Plan wird höchstwahrscheinlich schiefgehen. Und wenn wir wissen, dass was schief geht, dann sollten wir es eigentlich besser gar nicht tun. Planung gibt uns die Zeit, um Alternativen zu untersuchen. Das ist was ganz Wichtiges. Denn je mehr Alternativen wir untersuchen, umso besser sind wir vorbereitet, wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Wenn ich mir vorher, was die meisten, ich auch nicht immer, aber was eben sehr häufig passiert, man setzt sich ins Auto und sagt, okay, ich will da, was weiß ich, 500 Kilometer weit fahren, sage ich dem Navi, wo ich hin will, und dann fahre ich da einfach. Gelegentlich macht sich bezahlt, wenn man sich trotzdem auf der Landkarte mal anschaut, was es da alles in der Umgebung gibt und entlang der Straße gibt, weil ich dann unter Umständen feststelle, aha, da ist ein Stau, aber da gibt es ja auch noch eine Möglichkeit, was anders zu fahren. Dauert vielleicht 30 Kilometer, ist 30 Kilometer länger, dauert genauso lang, aber verdammt nochmal, die meisten von uns stehen nicht so gerne im Stau. Ich fahre lieber 30 Kilometer, als dass ich eine halbe Stunde im Stau stehe. Karl von Clausewitz, der berühmte General und Stratege, hat in seinem Buch vom Kriege geschrieben, Pläne sind unwichtig, Planung ist essentiell. Und das finde ich einen der besten Sprüche zum Thema Planung. Das Ergebnis, der Plan, ist eine Momentaufnahme, die sich jederzeit ändern kann. Aber dadurch, dass ich Alternativen untersucht habe in meinem Planungsvorgang, habe ich dann Ideen für einen Plan B und einen Plan C und einen Plan D, wenn ich sie brauche. Das ist auch noch ein schönes Beispiel. Lesen wir es erstmal ohne die Klammern. Planung gibt uns Steuerungsmöglichkeiten. Wenn wir geplant haben, können wir steuern. Und was relativ wenig bekannt ist, ist, wenn wir das Gefühl, wenn wir Steuerungsmöglichkeiten in unserem Leben haben, das ist gut für unsere Gesundheit, mental wie physisch. Dass das Ganze auch funktioniert, und zwar genauso gut funktioniert, wenn wir diese Steuerungsmöglichkeiten real gar nicht haben, sondern nur den Eindruck haben, das Gefühl haben, das ist was ganz Tolles. Das kann man sehr gut verwenden, auch wenn man Menschen führen muss. Man muss ihnen nur glauben lassen, dass sie selber mitentscheiden dürfen. Ja, und Planung, nur durch Planung können wir die richtig großen Dinge erreichen. Also die Mondreise der Amerikaner mit ihren Apollo-Kapseln wäre ohne sehr, sehr viel Planungsaufwand und sehr detaillierte Planung nicht möglich gewesen.
Und diese großen Dinge, das ist ja das Spannende. Das sind ja die Projekte, wo jeder mitmachen möchte. Ich meine, die NASA hat den Leuten, die da direkt beteiligt waren, Gehälter gezahlt, die waren um 20-30% unter den marktüblichen Gehältern für Ingenieure dieser Klasse. Das haben die akzeptiert, weil sie wollten an diesen Projekten mitarbeiten. Ja, aber natürlich, diese großen Dinge sind deshalb auch verdammt riskant, weil wenn man so weit plant, dann hat man auch viele Stellen, wo was schiefgehen kann. Wo der Plan nicht realisierbar ist. Und nur so nebenbei, ich habe hier überhaupt kein Wort gesagt über Perfektion oder Erfolg. Ich habe nur über das Planen geredet. Was ist jetzt gute Planung? Gute Planung ist, plan so gut du kannst, aber nicht besser, nicht mehr vor allem. Wenn wir sehr kleine Projekte haben, wenn wir Projekte haben mit 50 Mannstunden, weniger als 50 Mannstunden, beziehungsweise weniger als 5 Leuten, dann brauchen wir keine formale Planung. Das ist etwas, das kann man ad hoc machen, das kann man ad hoc organisieren. Das sind Erfahrungswerte. Wenn es mehr wird, dann müssen wir planen. Und dann müssen wir erstmal alle verfügbaren Informationen, das wichtige Wort ist hier immediately. Alles, was wir sofort, was uns verfügbar ist, ohne dass wir da lang suchen, das ist das allererste, was wir dabei betrachten müssen. Wenn wir irgendwo in unserer näheren Umgebung, in der näheren Historie ähnliche Dinge sehen, es war wunderschön vorhin das Thema mit den Vorlagen, wenn wir dasselbe schon 5-mal gemacht haben, ja, verdammt nochmal, dann setze ich mich nicht hin und mache einen komplett neuen Plan. Und das geht's nicht. Nur wenn man hundertprozentig sicher ist, dass man erheblich besser planen kann, dann fängt man mit Big Design Upfront, dann fängt man nochmal einen komplett neuen Plan an. Aber nur dann. Und wenn man das macht, dann sollte man ungefähr 20% des erwarteten Gesamtaufwands für die Planung aufwenden. Das ist jetzt eine ganz grobe Zahl. In der Literatur findet man alles zwischen 5% und 35%. 20% liegt da in der Mitte, also das ist ein ungefährer Erwartungswert. Wobei man aber auf eins achten muss. Erwartet ist nicht gleich erhofft. Erwartet ist nicht gleich geraten. Erwartet ist nicht gleich vom Vorgesetzten gefordert. Wenn man zu viel plant, wenn man zu detailliert plant, dann verschwendet man Aufwand, dann verschwendet man Mittel, die man anderweitig verwenden könnte, für die Planung, weil wenn ich gar nicht mehr so weit komme, das durchzuführen, was ich geplant habe, das ist Verschwendung. Zu wenig Planung bedeutet Risiko und kann bei der Durchführung der Pläne zu erheblichen Problemen führen. Und jetzt kommen zwei Sachen, die vollkommen konträr laufen. Das eine steht schon hier. Wenn ich einen Plan machen muss für etwas, wo das, was ich weiß, wo ich viel zu wenig weiß, sagen wir so rum, dann muss ich auf der einen Seite nicht zu viel planen, weil sonst verschwende ich einfach zu viel. Aber auf der anderen Seite muss ich die Sicherheit, dass ich mein Ziel noch erreichen kann, berücksichtigen. Und wenn die Amerikaner jetzt sagen, okay, wir wollen bis, was weiß ich, was war die letzte Zahl, 2035 oder so, Menschen zum Mars schicken,
Da ist natürlich, weil wir die Menschenleben nicht verlieren wollen, weil das ja für uns ein ganz hoher Wert ist, und es war eine wahnsinnige Blamage, wenn die nicht zurückkämen, da muss man, obwohl das über eine lange Zeit und über Dinge geht, die wir wirklich nicht vorhersehen können, da muss man trotzdem verdammt viel in die Planung investieren und muss verdammt viele Alternativen durchplanen. Um ehrlich zu sein, ich halte die für verrückt. Aus dem ganz einfachen Grund, der Flug hin dauert ein Dreivierteljahr, der Flug zurück dauert ein Dreivierteljahr. Das heißt, die sind eineinhalb Jahre fast in einem Bereich, wo sie nicht durch ein Magnetfeld geschützt sind. Wenn in diesen eineinhalb Jahren ein stärkerer Sonnensturm kommt, werden die verstrahlt. Und die durchschnittliche Dauer zwischen schlimmen Sonnenstürmen ist 2 Jahre. Also Leute, ich fliege da nicht mit. Ja, also das heißt, wir müssen hier wirklich abhängig von den Werten, die wir schützen müssen, von den Risiken, die wir eingehen müssen, müssen wir da sehr, sehr genau arbeiten. Der Mars ist da ein Extrembeispiel. Wenn wir daran denken, wie hieß das Weltraumteleskop, das die schönen Bilder gemacht hat? Hubble, genau. Die erste Variante hat nicht funktioniert, die war kaputt. Das war im Orbit, da konnte man noch hinfliegen und das reparieren. Das hat die NASA ja auch gemacht. Ja, das muss man sich mal überlegen, was das für Aufwände dann waren. Wenn man es gleich gescheit gemacht hätte, wäre es natürlich billiger gewesen. Also, wir suchen etwas, was zwischen diesen Extremen ist. Und wenn wir jetzt gesehen haben, die Entwicklung eines perfekten Plans geht nicht, dann sollte man demütig sein und sagen, versuch mal einen Plan zu machen, der weniger falsch ist. Also, versuchen wir das. Denn, und das ist ein Problem, denn natürlich, niemand will weniger falsch sein, wir wollen ja alle recht haben. Ist nun mal so. Aber wir wollen alle die eine Zukunft, es gibt nur eine, auch wenn es 1000 Möglichkeiten gibt, aber es wird ja nur eine geben, die wollen wir so genau wie möglich vorhersagen. Benjamin Franklin hat gesagt, if you fail to plan, your plan will fail. Also wenn du nicht gescheit planst, dann wird dein Plan nicht funktionieren. Ganz allgemein, wenn man mit normalen Menschen redet, dann heißt es, das Ergebnis eines Plans kann nicht besser sein als der Plan. Leute, das ist Quatsch. Das ist schlicht und ergreifend Quatsch. Der Plan, nochmal, also der Mann, der recht hat, ist Clausewitz, der gesagt hat, der Plan ist gar nicht wichtig, das Planen ist wichtig, man muss richtig planen. Das passt auch sehr gut zu dem, okay, das ist auch im Militär, was Tommy Franks gesagt hat. Ich mache einen tollen Plan, aber er wird nicht funktionieren, ich weiß es vorher. Und ich muss mich darauf vorbereiten, dass das passieren wird. Klar, der Plan sollte nicht irgendein Plan sein, sondern es, je näher an der Realität ist, umso besser. Aber wir wissen, perfekt geht nicht. Und das ist jetzt auch noch ein wichtiger Punkt. Ich habe jetzt einen ganzen Haufen Dinge erzählt, weshalb Pläne schlecht sind. Jetzt könnte ja jemand sagen, okay, du hast uns jetzt alles aufgelistet. Sorry, habe ich nicht. Das sind die Dinge, die mir im Laufe meiner Planungstätigkeit als Consultant und als in allen möglichen Funktionen begegnet sind. Ich habe dann nur noch Literatur gelesen, um zu sehen, ob das nur mir geht, ob ich so blöd bin oder ob das anderen auch so geht. Da festgestellt, das sind allgemeine Effekte. Es kann noch wesentlich mehr solche Faktoren geben, von denen ich keine Ahnung habe. Das heißt, diese Liste hier ist nicht vollständig, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und ja, wir können trotz allem, mit allem Aufwand, auch wenn wir sagen, wir kennen jetzt diese Liste und wir werden alles tun, um diese Fehler zu vermeiden, unsere Pläne können nicht perfekt sein, weil sie beziehen sich auf die Zukunft.
Also müssen wir vernünftig sein in Bezug auf unsere Erwartungen an die Pläne und das eben akzeptieren, dass weniger falsch das Beste ist, was wir erreichen können. Und das gilt für technische Systeme ganz genauso wie für Politik. Da habe ich gestern dran denken müssen beim Werner, weil da gab es Diskussionen, die gingen auch von meiner Seite, ich bin ja auch nur ein Mensch, in die Richtung, was ist denn das Allerbeste, was wäre denn für die Bürgerbeteiligung hier die beste, der beste Satz an Regeln? Es reicht, wenn wir was Besseres haben als das, was wir im Moment haben. Und von da können wir dann schrittweise weitergehen. Okay. Dann schauen wir mal an, was sind denn die Dinge, an die wir denken müssen, wenn wir einen Plan entwickeln? Das geht natürlich damit an, dass wir wissen sollten, was wir eigentlich wollen. Das nächste ist, wir sollten wissen, für wen das gut ist. Oder auch schlecht. Also Leute, die von dem betroffen sind, was wir wollen. Wenn wir sagen, wir wollen das BG, dann müssen wir uns überlegen, für wen ist das gut, für wen ist das schlecht, wer sind die Leute, um die es dabei geht. Im nächsten Schritt müssen wir uns bei diesen Leuten, das muss man natürlich kombinieren, bei diesen Leuten schauen, was haben die davon an Vor- und Nachteilen. Übrigens bei den, nochmal zurück zu den Stakeholders hier, Stakeholder sind die Leute, die Vorteile haben, sind die Leute, die Nachteile haben, sind aber auch die möglichen Sponsoren. Das ist gerade im politischen Chef vielleicht auch ganz interessant. Okay, jeweils nachschauen, was haben die davon? Und aus der Information, ja, das, da muss man natürlich sicherstellen, dass das, was wir wollen, diese Möglichkeiten, diese Erwartungen, die die Stakeholders haben, auch wirklich erfüllen. Das ist ein Sicherheitscheck. Und dann können wir daraus herleiten, die Anforderungen an unsere Lösung. Und unsere Lösung muss dann diesen Anforderungen erfüllen. Und noch einen weiteren Sanity-Check, wenn wir aus den Opportunities, aus den Chancen etwas hergeleitet haben als Anforderung, das müssen die Stakeholders auch bestätigen. Weil diese Ziele, die wir da oben erstmal haben, die sind noch sehr abstrakt und die Anforderungen sind sehr konkret. Anforderungen sind für mich sowas wie Ziele, bei denen man messen kann, ob man sie erreicht hat. Ja, und das muss dann eben, das ist eine sehr konkrete Sache und da müssen die Stakeholders auch nochmal sagen, dass sie das wirklich wollen, denn sonst ist das System, dass wir letztendlich, oder das, was wir hier bekommen, das kann ein Gesetz sein, das kann ein technisches System sein, das kann alles sein, das kann unsere Strategie sein als Partei, das kann unser Wahlprogramm sein, das machen wir für irgendjemand und wir entwickeln auf die Art konkrete Anforderungen, was das alles zu erfüllen hat und die müssen dann noch wieder getragen werden von den Stakeholders, weil in diesem Prozess, der hier passiert, da kann es Missverständnisse geben und dass man da was ganz anderes reinschreibt als Anforderung, als man es eigentlich will. So, wie geht es weiter mit der Planung? Wir müssen dann die Arbeit planen, die nötig ist, um letztlich dieses Ergebnis hier hinten zu bekommen. Weil bis jetzt haben wir nur die Anforderungen. Jetzt müssen wir die Arbeit planen und das kann natürlich strukturiert sein. Und das soll natürlich sicherstellen, dass da auch das rauskommt, was wir haben wollen.
dann ja auch da, die zu der Arbeit, die wird zwar von den Requirements, von den Anforderungen gesteuert, aber hier muss man sich bei dieser Arbeit auch bewusst sein, nochmal, was da die übergeordneten Ziele waren, um sicherzustellen, wenn, dass die Leute, die diese Arbeit machen, es wirklich auf dieses Ziel hinarbeiten und nicht irgendwo nur formal die Anforderungen erfüllen, ohne das im Hinterkopf zu haben. Ja, und dann brauchen wir Ressourcen. Ressourcen sind zum Beispiel die Menschen, die diese Arbeit machen werden. Das ist eine ganz wichtige Ressource. Aber auch Geld, Räume, Maschinen und so weiter. Also zum Beispiel auch Redmine könnte da eine Rolle spielen. Und wir alle natürlich auch. Und diese Ressourcen werden verwendet, um letztlich das Ergebnis, das wir brauchen, zu produzieren. Auch hier wieder, das gilt jetzt, wo kommen die Ressourcen her? Ja, zahlen sollen doch die Leute, die dann den Gewinn davon haben. Also kommt hier der Support der Stakeholders ganz klar mit rein. Und dann müssen wir natürlich auch noch sicherstellen, dass wir richtig arbeiten, dass wir eine Idee haben, wie das Ganze zu bearbeiten ist. Das können Programmiermethoden sein, wenn wir Software erzeugen. Wenn wir ein Gesetz schreiben wollen, dann gehört hier ganz klar mit rein Regeln für die Sprache vom Juristendeutsch, wie man Gesetze schreibt, etc. Und diese Regeln steuern dann letztendlich die Durchführung der Arbeit. Und jetzt fehlt nur noch einer. Und das ist das, was ich hier Kontext nenne. Der Kontext, die Umgebung, das ist das, wo die bösen Überraschungen herkommen. Deswegen sollte man den auch ein bisschen erforschen. Ganz konkretes Beispiel, die liebe Frau Merkel war ja am Anfang sehr für die Abschaffung des Ausstiegs aus der Atomenergie. Und dann kam aus dem Kontext etwas, das heißt Fukushima. Solche Effekte meine ich damit. Also alles, woran wir nicht gedacht haben in unserer Planung. Ja, und Bürgerinitiativen, das lästige Sache. Ja, genau, das Zeug. Und ich meine, du hast vollkommen recht, die Stakeholders haben ihre Meinung geändert, aber die haben es geändert, weil da eben im Kontext was passiert ist, was die Stakeholder vorher nicht erwartet haben. Und das ist mit diesen 8 Elementen, über die sollte man sich bei jedem komplexeren Projekt Gedanken machen, bei jedem komplexeren Plan. Und ich kann nur sagen, ich hoffe sehr, dass die Piratenpartei sowas Ähnliches, das muss jetzt nicht genau diese 8 sein, aber sowas sich überlegt, wenn man eine Strategie entwickelt. Denn eine Strategie ist nichts anderes als ein Plan. Und dann müssen wir uns überlegen, wenn hier Strategie der Piratenpartei steht, wer sind die Stakeholders? Sind es nur die Piraten? Ist es die Presse? Ist es das deutsche Volk? Oder alle? Wissen wir noch nicht. Und dann, was erwarten die davon? Und auf die Art, und dann müssen wir natürlich auch uns ganz klar darüber sein, wenn wir die Arbeit strukturieren wollen, welche Ressourcen haben wir denn zur Verfügung? Welche Menschen, wie viel können wir, auch Geld und so weiter, aber an der Stelle geht es natürlich hauptsächlich um die Menschen, die hier eine Rolle spielen. Wen haben wir denn, der hier mitarbeitet und welche Fähigkeiten haben die Leute? Denn ich kann den besten Plan haben, wenn ich nicht die richtigen Leute dafür habe. Kann ich ihn vergessen?
Okay, die nächsten Folien überspringe ich jetzt im Schnellverfahren. Das ist nämlich nur mal Erklärung, was diese einzelnen Gruppen da sind. Und nachdem es inzwischen doch schon ziemlich fortgeschritten in der Zeit ist, nur noch mal eine Zusammenfassung am Ende. Wir haben gesehen, einen perfekten, korrekten, 100% präzisen Plan können wir nicht machen. Da gibt es logische Gründe dafür, da gibt es psychologische Gründe dafür, da gibt es politische Gründe dafür, Machtspielchen etc. Dazu kommt noch, dass die Pläne eben sehr häufig in einer Art und Weise verwendet werden, die kontraproduktiv sind. Und deswegen sollten wir einfach bescheiden sein und sollten gar nicht versuchen, solche perfekten Pläne zu machen, sondern wir sollten stattdessen versuchen, weniger falsch zu liegen. Damit wir das schaffen, müssen wir so weit reingehen in die Details, wie es nötig ist, um die Risiken im Griff zu haben. Und das kann sein, die können sehr hoch sein, aber nicht mehr. Und diese Planungsstruktur, die ich gezeigt habe, die hilft uns auf dem Weg durch den Prozess, weil sie zeigt, mit welchen Dingen wir es zu tun haben, mit welchen Klassen von Dingen und welche Beziehungen da existieren zwischen diesen Dingen. Ich behaupte jetzt nicht, dass irgendetwas von dem, was ich hier gesagt habe, über gesunden Menschenverstand hinausgeht. Aber gesunder Menschenverstand ist leider auch nicht überall vorhanden. Danke, das war's. Fragen, Kommentare. Hat denn keiner Fragen? Ja doch, ich selber habe mir zurechtgelegt, so über die Jahre, Pläne nicht als ein festes Schienenwegenetz zu sehen, das ich verlassen muss, sondern mich interessiert eigentlich immer nur, wo bin ich und wo will ich hin. Und den Weg da, auch wenn das, da habe ich halt einfach verschiedene Möglichkeiten im Kopf, das kann ich so, so oder so machen und bin dann immer spontan genug zu sagen, Mist, Bergrutsch, fahr halt andersrum. Das ist so was ganz Essentielles und das glaube ich, das ist da auch ein bisschen rausgekommen. Absolut. Vor allen Dingen mit dem Clausewitz-Spruch. Clausewitz ist dafür bekannt, dass er die Dinge immer etwas mit einem Humor, den wir heute wahrscheinlich nicht mehr verstehen, genommen hat. Wie war das mit der Politik und der Kriegszeit, die Fortsetzung der Politik, einfach mit anderen Mitteln. Also man lässt die Ziele einfach nicht aus dem Auge, sondern man macht es halt anders. Und das glaube ich, das ist was ganz gut rüberkommt. Was wir an deinem Vortrag jetzt weniger gut gepasst hat, war, du bist halt da jetzt sehr am universitären Niveau. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass wir dieses Format, wenn wir es irgendwann noch ein bisschen eindampfen, das ein paar Mal noch üben und miteinander besprechen, dann kriegen wir das vielleicht auch so hin, dass es Piraten, die jetzt nicht kompliziert denken wollen, wie wir es gestern erlebt haben, auch mitteilen können. Aber das ist für mich schon mal eine Grundlage, da was zu machen. Ich hoffe, dass noch einige am Stream zugeschaut haben und dass dann später auch einige auf die Konserve zugreifen und sich das mal anschauen, weiterempfehlen werde ich es auf alle Fälle. Fragen habe ich eigentlich so nett. Ich muss bei Plan immer an den Film denken. Ein einfacher Plan. Das ist ein Krimi über ein Flugzeug, das abstürzt und da ist Geld drin und zwei schräge Typen wollen das Geld sich irgendwie bunkern und es geht buchstäblich alles schief, was nur irgendwie schief gehen kann. Das ist für mich immer genial. Immer wenn es um einen Plan geht, denke ich an diesen Film. Und schon weiß ich, dass nie irgendwas schief gehen kann. Es funktioniert alles. Ich musste zwischendrin an ein Marshmallow-Experiment denken. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist mal bei der TED-Konferenz gelaufen. Das ist ein relativ einfaches Experiment, was man mit Gruppen machen kann. Eine Tüte Marshmallow, eine Tüte Spaghetti und eine Zeitbegrenzung von 7 Minuten. Das Ziel ist, den höchsten Turm zu bauen. Dieses Experiment haben sie mit Kindergartenkindern gemacht, mit Ingenieuren, mit Männern, mit Frauen. Das Ergebnis war, dass die Kindergartenkinder
und die Ingenieure am Ende einen gleich hohen Turm hatten. Die Ingenieure, die haben nämlich erstmal angefangen, einen sehr komplizierten Plan zu machen. Und haben erstmal geplant. Die haben nicht mehr als 35% haben die geplant. Die Kindergartenkinder, die haben gar nicht geplant. Die haben sofort losgelegt. Aber die haben was ganz Entscheidendes gemacht. Die sind einfach hingegangen und wenn der Turm wieder zusammengefallen ist, dann haben die einfach ihre Handlung, Strategie angepasst. Und das ist ganz wichtig, dass man das auch macht. Wichtig ist zu planen, aber auch seinen Plan entsprechend den Gegebenheiten immer mal wieder anzupassen. Weil zu viel Plan scheitert oftmals. Vielleicht noch einen kleinen Witz zum Abschluss, zum Thema To be less wrong. Es gibt den Witz, wo zwei Wanderer, nennen wir sie Hans und Peter, durch die Sahara zu Fuß durchgehen wollen. Und sie sind mitten in der Sahara drin, in der Wüste, und auf einmal kommt ein riesiger Löwe auf sie zu, mit rasender Geschwindigkeit, der ist offensichtlich hungrig und sieht da endlich mal wieder leckeres Futter. Der Peter, der kriegt die Panik und sagt, Hans, was sollen wir tun, der Löwe, der wird uns gleich auffressen. Der andere setzt seinen Rucksack ab, holt seine Laufschuhe raus und wechselt seine Wanderschuhe gegen die Laufschuhe aus. Dann meint der erste wieder, ja, du bist vielleicht ein Depp. Glaubst du wirklich, dass wir dem Löwen davonrennen können? Dann meint der andere, es reicht völlig, wenn ich dir davonrenne. Das war jetzt irgendwie klar. Und dann vielleicht auch zu dem Plan der beiden Tage. Der Plan der beiden Tage war, ein Schwabenplenum zu veranstalten und es gibt nicht wenige, die wahrscheinlich gedacht haben, oh, da will man, dass jetzt viele Leute kommen. Jetzt sind gar nicht mal so viele gekommen. Das macht nichts. Das Wichtige war, dass wir das Format mal wieder ausgetestet haben und in einer deutlich verbesserten Form gegenüber früher, weil diesmal hatten wir Plan und hatten Strategie und haben gewusst, was wir machen wollen und das hat auch gut funktioniert. Das ist zumindest mein Fazit der Geschichte. Und ich glaube, wir können das benutzen, um solche Botschaften, solche Dinge an Mann und Frau zu bringen, die da irgendwo in der Welt rumgeistern. Und dann müssen wir uns vielleicht noch die eine oder andere kleine Taktik überlegen, wie wir das machen. Eine super Taktik wäre einfach auch mal im Verein oder sozusagen, pass mal auf, eure Verwaltungsaufgabe, Redmine, können wir euch was vorstellen, können wir machen. Die müssen wir halt auf Stammtische einladen. Ich habe mich gefreut, dass ihr alle da wart. Auch wenn es jetzt nicht 300 Leute waren, das macht eigentlich nichts. Ein paar Interessierte sind mir lieber als Leute, die eh keine Lust haben zu nichts und nur draußen stehen und rauchen und ratschen. Also war toll, hat mir gefallen, werden wir wieder machen. Wir werden keine 1,5 Jahre warten, maximal 7 Monate oder 6 Monate, weil dann könnt ihr euch einen neuen Vorstand wählen. Dann sehe ich schon, wie zufrieden manche sind. Nee, wir machen noch eins auf jeden Fall vor der nächsten Vorstandswahl, das garantiert. Ist willig. Ich werde da auch nicht locker lassen. Gleich mal als Ankündigung. Und ja, hat mir gefallen, war toll. Ron wird uns das hoffentlich noch irgendwo auf YouTube schmeißen irgendwann, dass wir das auch weitergeben können und Ergebnisse, Vorträge, was halt alles so war. Also Roman Hubers Vortrag, wenn ich den habe, per Link, dann kommt der natürlich, gebe ich das weiter und so. Und ich glaube, wir sollten da auch zugreifen und das auf unseren Infoständen vielleicht benutzen, um dafür die einzelnen Themen, die wir gehabt haben, auch ein bisschen Werbung zu machen. Draußen liegen immer noch Flyer. Wir haben uns da an der LGS ein bisschen bedient und bei der Umweltorganisation. Wer also noch welche mitnehmen will nach Lindau, seid noch da. Die anderen haben es wohl vergessen. Macht nichts. Material ist da. War cool. Hat mir gefallen. Also, danke fürs Kommen und danke für den Vortrag, Bernd. Bitte. Dann noch mit Mikrofon und Kamera. Bernd, du kommst auch nicht ungeschoren davon. Ich komme auch nicht ungeschoren davon. Fürs Scheren sorgt er momentan selber. Bitteschön. Danke.
Bitte, als Franke, als Pappenheimer Franke kann man dich mit Allgäuer Spezialitäten sicher auch ein bisschen überraschen. Und ja. Und zu guter Letzt, Ron, vielen Dank, der Technikpirat. Du kriegst auch einen. Hat uns sehr gefreut, dass du dabei warst. Vielleicht werden wir dich zum Bezirksparteitag in Anspruch nehmen. Mal schauen. 1. November. Musst du nur sagen, ob du Zeit hast. Das Thema ist das nur einen Tag. Das heißt, der Aufbauaufwand, der ist dann wesentlich dichter. Okay. Und dann alle im Stream, wer zugeschaut hat, darf gern allen anderen erzählen, was sie verpasst haben. Danke.